Ja, ich wünsche euch einen guten Abend in gesprochener Stille und freue mich über euer Dasein. Willkommen zum Satsang. So, wir können starten mit Gisela. Hallo Gisela. Du sagst, das Niemandsland, die Stille in mir, da wo nichts auftaucht, stille, ewige Stille, so angenehm und leicht. Wunderbar. Ja. Können wir so stehen lassen, müssen wir nicht verbessern. Hallo Dana. Hallo Manuha. Ja, so still, wie es der Name sagt, ist die Stille ja nicht. Es ist Übermittler von allen möglichen Aspekten von Bewusstsein. Die dann wieder dazu führen, dass es wieder zurückgeht in die Stille. Denn alles taucht einfach auf und es taucht wieder ab und die Stille ist der konstante Faktor. Und uns das zu erkennen, als das zu erkennen, was konstant ist, also immer präsent ist, für uns die Heilung. Denn wenn wir uns als sterblich ansehen, als endlich sozusagen, dann sind wir am Limit unserer Möglichkeiten angekommen, damit zurechtzukommen. Niemand kann damit zurechtkommen, dass er irgendwann nicht mehr ist. Und das Witzige ist ja, wir haben eigentlich niemanden, der damit zurechtkommen müsste, aber es sieht so aus, als hätten wir jemanden. Und mit diesem jemanden haben wir es die ganze Zeit zu tun. Okay. Gut, Dana, du wirst später fragen, wenn dir was einfällt. Und Patrick, du sagst, wenn jegliche Freude sich aus der feinen und subtilen Freude des Selbst steigt, speist, woher kommt dann die überschwängliche Freude? Ja, niemand sagt, dass sie sich daraus speist. Ich sage das jedenfalls nicht. Also nichts, was auftaucht, kommt aus dem Selbst, aus dem taucht nichts auf. Denn das, was aus dem Selbst oder das, was unsere Natur ist, sagen wir es lieber so, als etwas auftauchen würde, wäre dann nicht das, als was es was, oder was es war, bevor es aufgetaucht ist. Und dann würde es seine Eigenschaft verlieren. Und eine der sogenannten Eigenschaften in Anführungsstrichen unserer wahren Natur ist, dass sie ihre Eigenschaft nicht verändern kann, beziehungsweise Nicht-Eigenschaft nicht verändern kann. Also, das heißt, es könnte dann das, was dauerhaft ist, also was wir wirklich sind, dann plötzlich endlich sein, also aufhören zu existieren. Und dann müssten wir eine neue
Qualität erfinden, die wirklich endlos existiert, also nicht vergehen kann. So, also es taucht nichts aus dem, sondern es ist immer schon da als eine Qualität von Energie, die man in der Überlieferung Prakriti nennt. Ich nenne sie Bewusstsein. Bewusstsein, das sich als alle möglichen Formen ausdrückt und als Welt erscheint. So, und da wandelt sich Bewusstsein praktisch von einer Form in die nächste oder andere. Und nimmt, wie gesagt, alle Formen an. Und es taucht eigentlich nichts auf, sondern es entsteht oder geschieht nur etwas, das sich aus einer Qualität eine andere entfaltet. Es kommt nichts hinzu, es wird nichts weniger und es kommt nichts von irgendwo her, wo es nicht schon wäre. Also alles ist im Bereich des Bewusstseins zu Hause, wir auch. So, und die überschwängliche Freude, woher kommt die? Die kommt durch das Auflösen von unserer falschen Identität. Also von all dem, was nicht gelebt wurde oder was nötig ist zu transzendieren, sodass der nächste Ausdruck kommen kann. Das löst in uns Freude auf. Also mit anderen Worten, das, was sich in uns auflöst, und wir natürlich nicht sind, das erzeugt in uns Freude. Denn dann haben wir im Erlösen davon und in dem Zugang zu dem, was wir wirklich sind. Denn alles, was ja sich erlösen kann, ist etwas, was den Zugang zu uns eigentlich ein Stück weit blockiert. Und wenn sich das aufhebt, dann ist im Erlösen davon und auch in dem Freiraum, der danach dann passiert, Freude. So, unsere wahre Identität ist nicht wirklich Freude. Sie hat keine Eigenschaft, also auch nicht die von Freude. Kommen wir aber in Kontakt damit, also sind wir in sie geöffnet, in diese wahre Natur, die wir sind, also in uns selbst, bewusst geöffnet, das macht den Unterschied, dann ist Freude als Wirkung in uns. Also uns freut es, uns selbst zu kennen, ja? Also mit uns selbst in Kontakt zu sein, beziehungsweise nicht ständig abgelenkt und identifiziert mit irgendwelchen anderen Aspekten, die sonst wo sind, nur nicht praktisch in uns und die auch wir nicht sind. Also das ist der Schlüssel für alles. Freude ist, wenn wir uns unserer wahren Identität oder wahren Natur bewusst sind, dann ist Freude, ganz natürliche Freude. So, und dann habe ich damit ja eigentlich, ohne es zu wissen, die nächste Frage von Yvonne schon beantwortet. Du hast gesagt, kannst du etwas dazu sagen, die Fülle in sich sein? Das ist praktisch das, was gerade in den letzten Sätzen gesagt wurde. Ist man bei sich, dann ist nicht nur Freude, sondern dann ist Fülle, das heißt, es fehlt nichts. Und das ist, was Fülle ist. Nicht, dass man in irgendwas ertrinkt, Eiscreme ertrinkt oder was auch immer ertrinkt, was man sich so wünscht, sondern dass nichts fehlt, das ist eigentlich was Fülle bedeutet. So, hallo Susanne, du fragst, ist es so, dass wenn ich es schaffen würde, ständig auf mein Selbst fokussiert zu sein, mein Leben im Außen einfacher wird oder kann ich mit den Umständen dann besser umgehen? Beides. Also es ist nicht, dass das Außen uns bestimmt, sondern das Innen bestimmt das Außen. Deswegen haben wir jetzt auch zurzeit einen sichtbaren Krieg, während sonst auch immer ein Krieg läuft bei den Menschen. Die wollen ja immer was kriegen, also deswegen nennt man das ja auch Krieg. Man will von jemand anderem etwas bekommen, was man selber nicht hat oder von dem, wem man denkt, das gehört einem und man nimmt es sich. So, und wenn wir diese Haltung haben, dann zeigt sich das anschließend im Außen. Also da die Menschen alle unglücklich sind, nicht erfüllt sind, suchen sie nach dieser Erfüllung im Außen. Und das heißt, sie versuchen, dass etwas im Außen ihnen etwas geben kann, was sie innen in sich noch nicht entdeckt haben. Aber was vorhanden ist und viel größer ist und viel bedeutungsvoller, viel besser ist,
als jegliche Annehmlichkeit oder jeglicher Besitz im Außen. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Gier und dieses Kriegenwollen zu besiegen. Nicht indem man versucht, das im Außen zu ändern, auch nicht durch alle möglichen Friedensverhandlungen, die dann immer nur einfach das zum Halten bringen, was als Energie sowieso da ist, sondern durch Veränderungen im Innen. Das heißt also, mit dem eigenen Krieg, mit dem eigenen inneren Krieg in Frieden zu kommen. Das ist die Basis für die Möglichkeit, dass es auch im Außen Frieden geben kann. So, also das ist enorm wichtig, was im Inneren in uns läuft oder passiert, weil das dann auch unser Leben im Außen bestimmt. So, und das bedeutet natürlich, wenn du in Kontakt bist mit dieser Qualität innen, dann kannst du auch mit dem, was als Äußeres oder als äußere Herausforderungen für dich präsent sind, anders oder besser umgehen. Immer besser, je mehr du investiert hast in die Öffnung, in das, was du bist. Also je mehr du dir dessen bewusst bist, wer oder was du eigentlich bist und der oder dem nichts fehlt, erledigt sich ganz vieles und dann taucht Frieden auf und darüber hinaus dann auch Freude und auch Glückseligkeit. Je nachdem, wie weit sich das System entfaltet in die Qualität hinein, die wir unserer Identität nach sind. So, von dem Mr. Wolfram Umlauf. Sagt die christliche Aussage, liebet eure Feinde, in moderner Sprache, sehe in allen und in jedem Menschen dich selbst, dann wirst du allen und jedem Menschen nur Gutes wünschen und tun können. Ja, das ist so. Wir können auch sagen, die Basis dafür, liebet eure Feinde, ist liebe dich selbst, wobei ich da immer vorsichtig bin, weil um sich selbst zu lieben, ist man dann schon praktisch zwei, einer der einen selber liebt und einen, dem er selber ist, der dann geliebt werden muss. Also, komme mit dir klar, mit anderen Worten, oder regle deine Unstimmigkeiten in dir, die Tendenzen, wie auch eben schon gesagt, etwas kriegen zu wollen. Und dann wirst du niemanden anderen im Außen als Feind ansehen können, von dem du etwas willst. Denn derjenige ist ja nur dein Feind, weil er dir nicht das gibt, was du meinst, was er dir geben sollte oder was dir zusteht. Und er dann verhindert durch seine Anwesenheit. So, also kennt man sich selbst, kennt man alle. Kennt man sich nicht selbst, sieht man sich als verschieden an der Oberfläche und reagiert dann auch so und will die anderen dazu bekehren, dass sie so sind, wie man selber ist. Das nennt man dann in Partnerschaften Liebe. So, und siehst du aber, wenn du dich deiner wahren Identität öffnest und die mehr und mehr verwirklichst, dass alle das auch sind, dann gibt es für dich irgendwann gar keine Alle mehr. Also dann besteht die Menschen nicht, die Welt nicht aus verschiedenen in ihr durch die Gegend spazierenden Menschen, sondern dann ist nur das eine Bewusstsein, was sich als Verschiedenheit ausdrückt, das, was du bist und was auch alles andere ist. So, und dann kann man keine Feinde mehr sehen. Also stimmt hundertprozentig, Mr. Wolfram Umlauf. So, dann ist die Supriya noch am Leben, weil du sagst, Muni, mich gibt's noch. Ja, davon bin ich jetzt auch mal ausgegangen. Ich bin auch davon ausgegangen, wenn es dich nicht mehr gibt, dass du mir vorher Bescheid gibst. So, Ramona. Du sagst, kann man sagen, das, was jetzt passiert, eventuell der Great Reset, das ist, was eh schon der Fall ist. Uns gehört nichts, weil die Welt nicht real ist, also so gesehen wäre es ja Wahrheit. Naja, es setzt sich dementsprechend, wie du auch sagst und wie es eben auch schon erwähnt wurde, das um, was schon passiert, was in uns Menschen sich ausdrückt, egal in welcher Richtung, ist das, wie sich dann im Außen auch für uns die Welt entfaltet und was uns dann da auch begegnet. Und wenn es sowas braucht, wie da alles in eine Richtung gelaufen ist, die total schräg ist und den Menschen nicht mehr dient, dann kann es sein, dass es sowas gibt wie diesen Great Reset,
was man sehen kann, wie man will. Manche sehen das als Wahrheit an, andere nicht. Wie auch immer, aber es passiert eigentlich die ganze Zeit ein Great Reset. Und wenn wir zu dem stehen, was wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, dann ist nicht einer oder drei oder vier oder fünf, die diesen Reset anstreben, sondern es ist die Menschheit selbst oder beziehungsweise die Energie, die sich am Entfalten ist, sich durch uns Menschen ausdrückt und die dann dazu führt, dass dann ein paar Leute möglicherweise sagen, sie wissen, wie es geht. Und dann alles Mögliche beschließen, ob es den Menschen recht ist oder nicht. Und das haben wir jetzt ja auch bei den Staatsmännern oder Frauen, dass da an der Spitze, nachdem gewählt wurde, einsame Entscheidungen passieren, die ein ganzes Volk betreffen oder die ganze Menschheit sogar. Aber sie sind immer nur an der Spitze des Eisbergs der Energie der ganzen Menschheit. Niemand kann als Einzelner sich gegen die ganze Menschheit stellen oder gegen ein Volk stellen. Das ist vollkommen unmöglich. Das ist so wie früher mit den Sprüchen über den Krieg. Es ist Krieg, aber wir gehen nicht hin. Also wenn niemand hingeht, ist auch kein Krieg. Und einer allein, gegen wen will der Krieg führen, wenn sich dem niemand entgegenstellt? Schwierig. So, also du sagst dann auch als letzten Satz noch, also so gesehen wäre es ja Wahrheit. Ja, es ist eine relative Wahrheit, keine absolute Wahrheit, weil die sich ja auch ständig wieder verändern kann. So, Dana, du fragst oder sagst, alles ist Illusion und Realität zugleich, habe ich richtig verstanden? Nein, also Illusion ist und bleibt Illusion und wir können nur von Illusion sprechen, weil es ja auch eine Realität gibt. Also aus diesem Blickwinkel ist es so, wie du sagst. Aber eigentlich geht Illusion immer nur an sich, für sich und Realität an und für sich. Aus dem Blickwinkel von der Realität gibt es die Illusion nicht, aus dem von der Illusion gibt es die Realität nicht. Trotzdem bestehen beide durch die Perspektive, die wir Menschen haben, gleichzeitig. Also hast du es auch richtig verstanden. Patrick, du bedankst dich und dann sagst du, hat die Schadenfreude auch den gleichen Ursprung oder ist das ein anderer Mechanismus? Ja, das ist ein anderer Mechanismus, der sich natürlich ein Stück weit mischt, weil man Freude hat durch einen Umstand. Und das ist natürlich nicht die Freude, die auftaucht, wenn wir etwas erlösen oder uns selbst verwirklichen. Das ist dann eine natürliche Freude, die nicht einen Umstand braucht, damit sie als Freude erfahren wird. Aber die Freude, die mit Schaden zu tun hat, heißt, es muss ein Schaden passieren, damit ich mich freuen kann. Und das ist eine minderwertige Freude, aber trotzdem ist in jeder Freude auch ein Teil der Freude über das, was wir sind, mit drin. Okay, Susanne, du sagst, du hast den Eindruck, dass die Menschen, die trotzdem noch wollen, glücklicher sind als ich, obwohl ich nichts will, außer Frieden. Das ist gut. Nichts will außer Frieden, das heißt, du willst nichts, oder? Dann würdest du ja dem nicht so viel Bedeutung beimessen, dass du Frieden willst, also weil du meinst, nur Frieden sozusagen. Das ist für mich ein Widerspruch, sagst du, da ich mich ja von außen nicht isolieren kann. Also es kann der Eindruck entstehen, dass Menschen glücklicher sind als du, die nach der Strategie leben, im Außen etwas zu erwirtschaften und darüber dann glücklich sein. Also das heißt, dass sich ihre Erwartungen, nach denen sie leben, erfüllt haben. Das sind aber nicht wirklich wahre Bedürfnisse. Erwartungen sind mentale Konstrukte, die man dann, über die man sich dann freuen kann, wenn sie dann eintreten oder eintreffen. So, aber sie sind keine Qualität, die diese natürliche Freude in uns
ins öffnet. So, aber jeder, der etwas will, ist natürlich kriegerisch. Das ist wahr. Selbst, dass wir hier Freiheit wollen, das ist ja der Sinn der Sache, dass wir uns hier treffen. Dass es darum geht, dass da eine Öffnung ist in die Wahrheit. Also in unsere wahre Identität. So, das muss man aber wollen, obwohl es verrückt ist, weil unsere wahre Identität, der Name, der Begriff sagt das ja schon das ist, was wir sind. Also, dass wir es anstreben und es wollen, ist verrückt. Aber da wir ja so verrückt sind, dass wir etwas anderes wollten, nämlich eine persönliche Identität und für die gegangen und uns eingesetzt haben, müssen wir jetzt da kehrt machen und das wollen, was wir wirklich sind. Damit das Wollen dessen, was wir nicht sind, aufhören kann. So, und ab einem bestimmten Punkt hört dieses Wollen, sich selbst zu kennen, auf. Je mehr es sich umsetzt. Und es gibt dann irgendwann einen Punkt, da stoppt das komplett und dann ist das die Öffnung in das, was du bist. So, und was ich nicht so ganz checke, ist, was du mit dem Widerspruch meinst, den man von, da du dich von außen nicht isolieren kannst. Vielleicht kannst du das nochmal deutlicher sagen. Ja, Supriya, natürlich habe ich dich vermisst. Du schreibst meine E-Mail, das mach einfach. Hallo Sebastian, du sagst, im Christentum und im Kurs in Wundern wird Vergebung eine zentrale Rolle für Erlösung zugesprochen. Wie siehst du das? Ja, vergeben einfach nur, um zu vergeben, weil man hört, dass man vergeben sollte und das die Probleme löst, das sehe ich nicht so. Denn vergeben kann man eigentlich erst dann, wenn man weiß, dass man niemand ist. Und dann aus dieser Kenntnis heraus auch weiß, dass alle anderen auch niemander sind und niemand etwas für das können, was sie ausdrücken. Auch wenn es Verletzungen sind, die dadurch passieren, ist das nicht ihr Ding, weil sie ja nicht bestimmen, was sie tun, weil ja da niemand ist in ihnen, der das bestimmen könnte. So, das ist eigentlich die Lösung dafür, dass Vergebung passieren kann. Und dann ist es so, dass wenn diese Lösung dafür gefunden ist, dass Vergebung passieren kann, dass es gar nicht mehr nötig ist zu vergeben, weil die Schuldzuweisung gar nicht mehr passiert. Daher erübrigt sich die Geschichte mit Vergebung. Denn jemand, der daran glaubt und denkt, da ist jemand, der hat mir was zuleide getan und ich bin jemand, dem man etwas zuleide getan hat, der wird ja gar nicht vergeben können. Also kann man sich das schenken. So gut es klingt immer total gut. Ich vergebe dir. Und im Hintergrund, ja, stimmt es eigentlich nicht. So, Dana, du fragst, was ist Matrix? Leben wir in einer virtuellen Welt? Also ist das alles nur ein Spiel? Ja, wir leben in einer virtuellen Welt. Im Sinne von, sie ist virtuell, weil sie eigentlich nicht wirklich permanent ist, also in ständiger Veränderung ist. Also in einem Moment ist die Welt so, im nächsten ist sie komplett anders. Und zwar so, dass sie sogar in jedem Moment verschwindet und wieder auftaucht. Und das zigtausendmal in Bruchteilen von Sekunden oder weniger als Bruchteilen von Sekunden. So, in dieser Sphäre leben wir. Also es ist eine Illusion, dass die Welt real ist. Das ist wichtig zu sagen. Und man kann sagen, es wird ja immer wieder erwähnt, die Welt ist nur ein Spiel. Aber das heißt, wenn man die als Spiel betrachtet, dann muss man sich selbst auch als Spieler betrachten. Das heißt also als jemand, der es eigentlich nicht ernst nimmt. Aber die meisten Menschen nehmen es leider ernst. Aber aus der Perspektive, dass es nicht wirklich real ist, kann man es so sehen, dass es gut ist, es nicht ernst zu nehmen. Und man kann es aus der Perspektive von Freiheit so sehen, dass es eigentlich sich abspielt. So würde ich es eher sagen. Also es ist niemand, der das Spiel spielt, weil alles nur als Mechanismus existiert. Es spielt sich alles einfach ab. Es ist niemand, der bestimmt, wie das Spiel startet, welches Spiel es ist und auch wie es ausgeht, nicht.
Gisela, du sagst, gerade eben haben sich Schmerzen in dir gezeigt, die mittlerweile sich aufgelöst haben. Schutzlos und erkennend geht es um materielles Sein, finanzielle Hilfe. Die Schmerzen haben sich dir gezeigt, dass du da nicht versorgt bist. Dass die Basis dafür, nicht versorgt zu sein, oder finanzielle Hilfe zu brauchen, ist, dass man sich selbst nicht für wert hält, versorgt zu sein. Das ist ein ganz frühes Kindheitsthema. Wäre gut zu schauen, wo du dich als wertlos ansiehst und das zu korrigieren, beziehungsweise zu schauen, ob das wirklich wahr ist. Und die Öffnung in das, was wir sind, schafft uns eigentlich überhaupt erst die Perspektive eines Wertes, sodass wir uns als wertvoll anerkennen können, ohne dass wir dann sagen, wie toll wir sind, also ein super Ego dann stattdessen haben. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, sich nicht in der persönlichen Struktur gefangen zu halten oder zu lassen und der Idee zu entkommen, dass man als persönliche Identität minderwertig ist. Weil der Minderwert, der sich da zeigt, kommt daher, dass man nicht weiß, wer man ist. Das ist der Grund für Minderwert. So, und in dem Moment, wo du weißt, wer du bist, ist der Minderwert verschwunden. Also darin liegt die Lösung. Nicht, indem man sich einredet, ich bin toll und so weiter. Das funktioniert nicht, genauso wie das sich vergeben oder anderen vergeben nicht funktioniert. Also was funktioniert, ist Gewissheit. Gewissheit zu haben, nicht diese persönliche Identität zu sein, die in Not ist, egal auf welcher Ebene in Not ist. Also ihr seht, wie wertvoll der Satsang ist, wie wichtig das ist, dass wir uns erkennen als das, was wir sind und nicht das mehr bedienen, was wir nicht sind. Und das heißt, wir steigen aus der Illusion aus, aus dem Spiel aus, wir sehen, wir sind nicht da drin, wir sind nicht das, was leiden kann, sondern wir sind das, was sehen kann oder sich dessen gewahr sein kann, dass hier sich alles Mögliche abspielt. Aber wir das nicht sind, sondern wir sind das, was eben dieses Gewahrsein ist, was sich dessen gewahr ist, was passiert. Ich hoffe, es ist euch genug, weil das klingt nicht nach besonders viel, nach dem Motto, ich bin Zuschauer meiner selbst oder meines persönlichen Ausdrucks. Aber das ist die Wahrheit. Schau, wenn du dein Leben betrachtest, was sich inzwischen alles in deinem Blick, unter deiner Beobachtung, in dir verändert hat. Also was alles schon nicht mehr ist, aber das, was da ist oder immer schon da war, immer schon anwesend war, war das Gewahrsein von dem, wie du mal warst, wie du dich verändert hast und wie du jetzt bist. So, damit ist ganz leicht nachvollziehbar, ohne dass man das genauer verstehen oder erforschen muss, wer oder was wir sind. Wir sind dann ganz klar nicht das, was sich verändert, sondern das, was als die Konstante in uns ist, das Gewahrsein. Sich dessen gewahr zu sein, was ist, das ist, was wir sind. Als Mensch. Und tatsächlich sind wir noch nicht mal Mensch, sondern das, was diese wahre Identität ist, die wir sind. Okay. So, Ramona, du bist noch mal dran. Ja, überhaupt von nichts abhängig ist unser Sein. Genau. Leere ist doch die absolute Fülle. Deswegen ist sie ja auch nicht die Leere. Das ist die absolute Fülle. Das, was wir sind, ist die absolute Fülle. Mit Leere hat das gar nichts zu tun. Es gibt keine Leere. Aber nicht leer in Form von Leersein. Genau. Sehr gut. Also hast du dasselbe gesagt, was ich auch versucht habe zu korrigieren, aber du hast es perfekt gesagt. Ja. Radha, grüße dich. Ist der Wille die Freiheit wollen, der letzte Wille, der ganz zum Schluss losgelassen wird, der von alleine abfällt. Niemand lässt den los.
das fällt von ganz alleine ab. Wenn jemand meint, er müsste jetzt das Wollen loslassen, ist noch nicht der Zeitpunkt, es loslassen zu können. Weil das ist auch noch ein Wille, ein Wunsch. Und so kommen die Wünsche immer durch die Hintertür wieder rein. Sie gehen vorne raus und kommen durch die Hintertür wieder rein. Also dieser Wille, das zu sein, was man ist, der sollte dann irgendwann an einem bestimmten Zeitpunkt abfallen und der kommt dann auch nicht wieder durch die Hintertür rein. So, Susanne, das war auf den Great Reset bezogen, der ja das Wollen der Menschen widerspiegelt. Ich will nicht und stecke da trotzdem mit drin. Keine Chance. So ist es, Susanne. Du musst praktisch das auslöffeln, was andere dir angebrockt haben. Aber du hast auch einen Anteil daran, denn sonst wärst du zu dieser Zeit nicht auf dem Planeten. Also alle, die jetzt da sind, egal wo und in welcher Form, haben etwas mit dem zu tun, was, egal wie man das jetzt bezeichnet, die Great Reset oder die Veränderung oder das Universum stellt sich neu auf oder es verändert sich wieder in eine neue Struktur. All das hängt mit allen zusammen, die jetzt gleichzeitig hier sind. Jeder hat da seine Resonanz und daher ist es gut, sich die anzuschauen. Also zu sehen, so, womit bin ich noch in Resonanz? Was sind meine Anteile? Vor allem die Beschwerden, die man hat, also das, was man anderen anlastet und sagt, du bist aber, du willst Krieg und du bist das und das und das. Und das hat meistens auch was mit uns selbst zu tun, wenn wir diese Vorwürfe haben. Keiner ist heilig, das ist wichtig zu wissen. Kein Mensch auf diesem Planeten ist wirklich heilig. Und das ist gut, das zu wissen und sich zuzugestehen, dass man auch in Kontakt kommt mit den Aspekten von sich selbst, die man als nicht heilig betrachtet, sodass sie nicht unterdrückt werden müssen und dass nicht andere Menschen, die leichter bereit sind, Gewalt auszuüben oder in irgendwelche Auseinandersetzungen zu gehen, das nicht als unterstützende Energie haben. Das ist ein guter Beitrag zum Frieden, seinen eigenen Unfrieden oder potenziellen Unfrieden sich bewusst zu machen und sich davon zu verabschieden. Sonst kommen wir nicht zum Frieden. Nicht, weil wir jemandem sagen, sei doch friedlich. Hast du das mal probiert in einem Konflikt, jemandem zu sagen, sei doch, ich will doch gar keinen Krieg, sei doch, und du bist jetzt kriegerisch unterwegs, aber das ist doch nicht gut für dich und für andere. Lass es mal. Glaube eher nicht. So, Dana, du fragst, was denkst du über hermetische Gesetze? Das heißt, so wie oben, so unten und wie innen, so innen wie außen und so weiter. Ja, das stimmt. 13 Dimensionen und kollektives Bewusstsein, also 13 Dimensionen, nein, aber kollektives Bewusstsein natürlich gibt es. Es gibt so ein Gedächtnis des kollektiven Bewusstseins oder des Bewusstseins der Menschheit. Das gibt es. Und in den Dimensionen, da gibt es so viele verschiedene Modelle, wie viel es denn geben mag. Aber wir leben jetzt hier in dieser Dimension, nennen das mal die dritte Dimension, weil man es so nennt. Aber keiner von uns kennt die vierte Dimension als eine Erlebensdimension, sondern wir könnten höchstens sagen, das vierte ist, so wie es in der Überlieferung gesagt wird, ist das Turiya. Das ist der vierte Zustand, der nicht identifiziert ist mit dem Wachzustand, dem Traum und dem Schlafzustand. So, und das ist die Qualität von Verwirklichung, also sich von diesen Ideen, dass man in diesen Zuständen gefangen ist, zu befreien. So, darüber hinaus ist es eigentlich uninteressant, was es alles noch gibt, weil wenn wir es nicht erleben können, wenn wir den Zugang dazu nicht haben, und dann nutzt und dient es und das nicht, das ist eher dann der Versuch, auszudrücken, dass man hier nicht glücklich ist und meint, woanders wäre es besser. Aber es ist immer nur hier, also jede Dimension, die du erfährst, auch wenn du Zugang hättest zu allen möglichen Dimensionen, der Ausdruck davon findet dann immer hier statt. Du bist dann damit nicht in irgendeiner anderen Form von Dimension, außer der hier.
So, Priya, du sagst, vielleicht ist das, was auf der Welt geschieht, eine Chance, damit klarzukommen. Ich hoffe, mich richtig ausgedrückt zu haben. Ja, hast du. Das ist eine Chance, das ist so, ganz klar, die Möglichkeit für jeden zu sehen, was in ihm ausgelöst wird, um das dann zu erlösen, zu transformieren und dann die bessere Seite davon zu leben oder eben die Mitte, je nachdem, worum es dabei geht. Ja. Vollkommen einverstanden. So, Susanne, den eigenen Krieger anerkennen. Ja. Fremdbestimmen lassen. Nein. Ja. Haben wir eine Chance mit spazieren gehen? Wir haben immer eine Chance, wenn wir das ausdrücken, was wir wirklich wollen. Also was so als Ausdruck einfach in uns schlummert und dem wir folgen müssen, egal was wir davon halten oder wie riskant es für uns ist, wie wir es ja auch in der Ukraine und in Russland sehen, jetzt ganz deutlich, hier bei uns natürlich auch, ob man für ein Ideal auf eine Straße geht oder für ein Nein zur Fremdbestimmung. Das ist wichtig, dass man dem Raum gibt, ganz klar. Denn wenn wir uns den Raum nicht nehmen, niemand gibt uns den freiwillig. Also die Stimme abzugeben alle 4 Jahre, heißt ja eigentlich, alle Entscheidungen abgegeben zu haben. So, und einige davon müssen wir uns wieder nehmen. Ganz klar. Eigentlich die meisten. So, Gisela, du sagst jetzt zu der Wertegeschichte. Genau, meine Eltern mussten das Geld erwirtschaften und es war nie genug vorhanden. Ja, und damit wirst du in Resonanz sein, beziehungsweise bist du in Resonanz. Und es ist gut, da auszusteigen und zu sehen, dass sich das ändern kann, zu wissen, es kann sich ändern. Fang in kleinen Dingen an, dir zuzugestehen, dass es dir gut geht. Das ist so simpel, wie ich es jetzt sage. Ist der Anfang davon, auszusteigen aus der Idee, es ist nichts für dich da oder alle anderen haben und du nicht oder es muss immer hart gearbeitet werden für wenig Geld und so weiter und das langt, es reicht nie. Und wie gesagt, repräsentativ für Fülle ist das, was wir sind. So, also das ist der Hinweis. Und wenn du noch nicht angefangen hast zu meditieren, ich gehe mal davon aus, ja, oder hoffe es zumindest sehr, dann wäre das jetzt der spätest günstigste Zeitpunkt, das zu tun, weil wir uns damit einfach dieses verlorene Terrain wiederholen oder dieses Terrain, was wir nie hatten, dass wir wissen, wer wir sind und dann wissen, was es zu tun und zu lassen gibt. Da ist einfach dann die Klarheit da und es ist auch die Energie da, weil zu meditieren heißt, dass in der Stille diese Kraft liegt, die uns die Möglichkeit gibt, zu uns zu stehen und überhaupt die Energie zu haben, um etwas umzusetzen. Allein schon das. Und dann darüber hinaus für das, was man weiß, was man tief in sich weiß, zu gehen, das stärkt das Selbstbewusstsein und damit auch den eigenen Wert. Und dann ändert sich auch das Versorgtsein durch die äußeren Umstände. Das haben wir ja heute schon von Anfang an gesagt. Wenn man innen etwas verändert, verändert sich auch das Außen. Wenn man innen die Einstellung hat, dass man versorgt ist, ist man versorgt. Nicht, weil man es sich einredet, das funktioniert nicht, genau wie mit der Vergebung. Sondern, weil man diese Gewissheit hat, dass man versorgt ist. Und das drückt sich auch dadurch aus, dass man nicht dauernd damit beschäftigt ist, dass man jetzt Angst hat vor Armut. Sondern es drückt sich dadurch aus, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und sich selbst mit sich selbst anfreundet und den Qualitäten, die ja in jedem von uns auch vorhanden sind. Und dadurch entsteht dann ein Selbstwertgefühl und diese Energie zieht im Außen dann auch Fülle oder Werte an. Menschen an, Unterstützung an, finanzielle Hilfe an und so weiter. All das. Das ist keine Theorie, sondern gelebte Erfahrung.
In allen Worten, was hier gesprochen wird, spüre ich sehr stark die Konstante. Ich glaube, das ist das, was mich so anzieht, dass wir unser Sein so spüren. Ja, Satsang ist sehr wertvoll. Danke für Satsang. Ja, sehr gerne. Genauso sehe ich das auch. Diese Qualität ist hier präsent in dem, was gesprochen wird und auch zwischen den Worten, in dem, was geschrieben wird und zwischen dem, was geschrieben wird, ist das da. Dana, du fragst, hast du was über abgeschlossene und freies Universum gehört? Nein, habe ich nicht und habe ich nicht. Dann sage ich auch nichts dazu. Hab von anderen spirituellen Menschen davon gehört. Okay. Was denkst du über Hellfühligkeit und Hellsehen? Ja, das gibt es natürlich. Das sind natürliche Fähigkeiten, die wir haben, weil wir sehen viel mehr hell, als wir uns zugestehen, weil jede Begegnung, in der wir sind, über die Energieebene läuft und damit auch dann einschließt, dass wir auf Ebenen uns Dinge bewusst sind und auch so uns dann entsprechend verhalten, nur weil wir energetisch mitbekommen, was eigentlich läuft. Also auch die Art und Weise, wie wir uns von jemand angezogen fühlen oder nicht, hängt immer damit auch zusammen, dass wir hellfühlend sind und hellhörig natürlich auch. Und auch Hellsehen. Hellsehen geschieht weniger oft als hellfühlig zu sein. Aber auch das natürlich sind natürliche Fähigkeiten. So, und was du zum Universum gesagt hast, ich weiß nichts von diesen Modellen. Ich weiß nur, dass das Universum sich permanent verändert, niemals mit sich selbst identisch ist und dass es diverse Formen von Ausdrücken von Universen ganz sicher schon gegeben hat, weil Universen hat es immer schon gegeben, weil es neben dem, was wir wirklich sind, auch das Bewusstsein immer schon gibt und das drückt sich auch durch diverse Formen aus. Obwohl wir ja wissen, Formen an sich gibt es auch nicht, denn wenn wir in die Struktur, in die Matrix von den Formen schauen, dann sehen wir, dass da gigantischer freier Raum ist zwischen sogenannten Atomen. Und wenn wir die Atome betrachten würden, dann würden wir sehen, dass es auch nur ein mentales Konstrukt ist, was aus dem Bewusstsein kommt und auch nicht wirklich Materie ist. Also eigentlich gibt es gar keine Materie. Aber es sieht verdammt so danach aus, als gäbe es sie. Gisela, eine Freundin möchte morgen, dass ich ihr Geld schicke. Da waren die Schmerzen. Ah, okay. Ja, dann musst du mit ihr klarkriegen, ob das für dich stimmt oder ob das ein Fass ohne Boden ist, ob du sie als wirkliche Freundin betrachtest, der du es schicken willst. Also schau, ob du das wirklich willst und sei dir treu. Das ist das Wichtigste. Samrat Chakya, Mann, du sagst, ich habe Sozialangststörungen und schließe mich immer in mein Zimmer ein. Bin alleine in Deutschland seit 7 Jahren, ohne Familie und Freunde und bin sehr stark depressiv. Hilft es, wenn ich zurück zur Familie gehe, um überhaupt ein bisschen Klarheit zu finden, was anzufangen? Das hilft dir vielleicht, dass du siehst, es war vielleicht gut, da nicht zu sein, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Was so jetzt gerade in mir auftaucht, weißt du, um zu sehen, das war richtig, wegzugehen. Aber du musst in dir natürlich, du musst schauen, dass du, wenn du nicht alleine sein willst hier, schauen, warum willst du alleine sein? Das ist ja nicht, dass andere nicht mit dir zusammen sein wollen. Das wäre nur der Fall, wenn du nicht mit anderen zusammen sein willst. Dann wollen die das natürlich auch nicht. Wer will schon gerne mit jemandem sein, der nicht mit einem sein möchte oder kann? Also gibt es in dir etwas, was dich davon abhält, in Kontakt mit anderen zu gehen. Und da müsstest du schauen, was ist das? Hast du Angst vor den anderen, was sie dir antun könnten? Oder hast du was zu verbergen? Oder ja, verbergen beispielsweise, dass es dir nicht gut geht und so weiter und du das auf keinen Fall zeigen willst. Und depressiv zu sein heißt ja, du bist energetisch reduziert.
Und das kann sich eigentlich ändern, indem du anfängst, dich zu bewegen, also zu spazieren zu gehen, Sport zu treiben. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man depressiv ist, kann man fast nichts machen. Aber das zu tun oder sich unterstützen zu lassen, sich massieren zu lassen, sich heilen zu lassen, also sich anderen Menschen zu öffnen und zu schauen, wie es dir damit geht und was dann deine Tendenzen sind, weshalb es schwer ist für dich, mit Menschen zu sein. Und wenn du nicht viel machen kannst, dann meditiere, öffne dich dem, was du wirklich bist. Und das sollte helfen, alles zu verändern. Patrick, ja, es ist leider so. Sagst du zu mir, du hast übrigens in einem alten Chat mal gesagt, dass irgendwann in Europa wieder Krieg sein wird. Du hast recht behalten. Ja, äußerst ungern, aber ich habe nun mal gesehen, dass in den letzten Jahrzehnten die Kriege, die davor waren, die Auseinandersetzungen, die davor waren, nicht bewirkt haben, dass die Menschen sich mit ihren eigenen Problemen, mit ihren eigenen Kriegserfahrungen, mit ihren eigenen Gründen, weshalb es Kriege gibt, auseinandergesetzt haben. Und das heißt, die Energie baut sich dann immer weiter auf und irgendwann muss es explodieren. Das geht nicht anders. Und so war das auch davor mit allen Kriegen, die jemals stattgefunden haben. Da hat sich die Energie aufgebaut und dann musste sie sich entladen. Und jetzt fragst du, was bedeutet es, wenn man selbst Krieg ablehnt? Ist das nur Angst? Naja, das kann sein, aber ich meine, das ist eine natürliche Angst, die jedes Lebewesen hat, nicht mehr zu existieren. Und natürlich ist es gut, Krieg abzulehnen, weil das ja auch keine Lösung ist. Kriege, die man einfach nur führt und die man nicht durch, die nicht verstanden werden, also wo man nicht versteht, weshalb führt man eigentlich Krieg oder hat die Idee, Krieg zu führen, führen wieder zum nächsten Krieg. Denn da sind dann welche, die dann bekriegt wurden, die dann die anderen wieder bekriegen wollen. Also das nennt man dann die Blutrache und ähnliche Form von Vergeltung. Das führt zu nirgendwo hin. So, Dana, du sagst also, Universum bzw. Bewusstsein ist schon immer da gewesen. Ja, genau. Nur in allen möglichen Formen, die wir uns möglicherweise jetzt gar nicht vorstellen können. Nicht genauso wie jetzt. Aber weißt du, das Bewusstsein kann nicht plötzlich entstehen, es war immer schon da. Es kommt nicht aus unserer wahren Identität heraus. Das habe ich ja vorhin versucht zu erklären, dass da nichts daraus kommt, außer dass es eine Energiestrahlung ist, also dass die wahre Identität von uns eine energetische Strahlung ist, die eine starke Power hat und die bewirkt, dass sich alles bewegt und auch in uns die Dinge aufgelöst werden und nicht so bleiben, wie sie sind. Das ist mit ein Faktor, der das bewirkt. Aber das Bewusstsein selbst ist auch eine Energie, die ganze Zeit in Bewegung ist und die sich ständig auf irgendwas bezieht und von hier nach da und jetzt diesen Ausdruck und dann den nächsten. Also eigentlich ist Bewusstsein als weltlicher Ausdruck ein ständiger Unruheherd. Ist ein ständiger Unruheherd. Und immer schon vorhanden, nie entstanden. Und wird auch nie vergehen. Aber bestimmte Ausdrucksformen im Bewusstsein, also wie unsere menschliche Form und alles andere auch, alle Objekte, Planeten und so weiter, die werden alle auch sich auflösen. Die werden vergehen. Aber die Energie davon geht nicht verloren. Die drückt sich dann wieder durch was anderes aus. So wie wir jetzt auch in einem Zyklus sind, gerade, also wir sprechen ja über das, was Krieg ist und so weiter. Weil jetzt ein neuer Zyklus kommt, ändert sich alles global. Und wie der aussehen wird, wissen wir jetzt nicht. Es hat jetzt gerade angefangen. Das heißt, nicht gerade, sondern vor einigen Jahrzehnten hat es angefangen. Und jetzt wird sichtbar, dass es um die nächsten Veränderungen geht hier. Und wir sind Zeugen davon und es ist nicht immer lustig. So ist nun mal menschliches Dasein. Ulrike, du korrigierst jetzt die Sache mit der Vergebung in einem Kurs in Wundern. Den habe ich nicht absolviert, kenne ich nicht. Das Prinzip davon schon, aber
ihn selbst nicht. Und du sagst, Vergebung in einem Kurs in Wundern bedeutet nicht zu vergeben, weil wir gut und barmherzig sind, sondern weil das, was wir sehen, nicht wahr ist. Quasi die Wahrnehmungsfehler erkennen lernen. Ja, und selbst dann ist dann das Vergeben nicht mehr notwendig, weil in dem Erkennen von dem, dass es ein Wahrnehmungsfehler war, schon alles gut ist. So, und alle entlastet sind. Also derjenige, der dann sozusagen vergibt. Was ich arrogant finde, prinzipiell, sorry, ich habe nichts gegen den Kurs in Wundern, aber dass jemand sagt, ich vergebe, ist für mich eine Anmaßung, schon. Obwohl es immer so gut klingt, so barmherzig und sonst wie, sonst was. Ja, gut. Gut, aber prinzipiell klingt das gut, die Wahrnehmungsfehler zu korrigieren. Da bin ich ganz bei dir. So, Supriya, du sagst, unser Freund Putin wird schon nicht den Knopf drücken. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, aber es wäre wünschenswert. Und wenn es so wäre, wäre es auch so, wie es ist, und wir könnten es nicht verändern. Weil irgendwann werden wir alle sterben als diese Form. Und ob das jetzt früher oder später ist, ist auch nicht so dramatisch. Weil wir wissen, wenn wir nicht mehr da sind, nicht, dass wir nicht mehr da sind. So, Dana, du sagst, Konflikte gibt es nur, weil wir selbst Konflikte in uns haben? Fragezeichen. Ja, genau. Also die äußere Welt nur ein Spiegel unserer Sehnsüchte und Gefühle wie Liebe, Hass und Angst. Ja, genau. Ja. Susanne, du fragst, wer bestimmt, dass sich die Zyklen ändern? Das ist einfach so angelegt, dass es so passiert, dass das Bewusstsein, das hat scheinbar Leid, sich immer auf dieselben Dinge zu fokussieren oder zu beziehen und da muss was anderes her. Nein, es ist ein unglaubliches Potenzial im Bewusstsein an Ausdrucksmöglichkeiten. Und das ist ein, so wie jede Energie sich irgendwann ausdrücken muss, so muss sich das Bewusstsein als Energie und bestimmte Formen von Ausdruck ebenfalls ausdrücken. Das kann nicht anders. Das Bewusstsein ist ja auch nicht jemand, der oder die oder das irgendwas bestimmt, sondern das ist ein Mechanismus, der läuft. So, das heißt also, niemand bestimmt es. Das ist damit dann auch beantwortet, dass Zyklen passieren oder sich was ändert. So, wie kann man sich darauf einlassen? Will schon gut durchkommen, hoffen, bin geführt. Naja, du bist gut geführt, aber von niemand. Also du bist dir im Satz an, was gut ist, weil du dich damit auseinandersetzt, was Wahrheit ist und was dir Leben bedeutet und so weiter. Das ist total wertvoll. Wie kann man sich darauf einlassen? Naja, indem du eben siehst, dass du nicht das bist, was hier das erlebt, was passiert, sondern das, was davon frei ist. Und wenn dieser Aspekt in dir genährt ist, durch das Öffnen davon in das oder im Satsang sein und meditieren, dann ist es selbstverständlich so, dass du damit zurechtkommst. Und zwar viel besser, als wenn du nicht in Satsang gehen würdest oder dich nicht deiner wahren Identität widmen würdest. So ein Riesenunterschied. Nur so geht das. Nur so geht das. Nicht, weil ich unbedingt jetzt Werbung für einen Satsang machen will, weil ich halt jetzt ein Satsang-Lehrer bin oder so. Nein, das ist einfach meine Erfahrung, dass jede Minute, die ich da hinein investiert habe, sich so ausgezahlt hat, wirklich ausgezahlt hat, dass ich weiß, wozu das gut ist, sich dem zu widmen. Also wem hilft es, sich an sich ständig verändernde Ausdrucksformen zu klammern, während die uns ja nichts geben als Resultat, sondern immer nur wieder gesehen wird, ich versuche im Außen irgendwas zu erleben, was mir dann ein gutes Gefühl beschert. So, dann habe ich das gute Gefühl, dann ist es weg, dann fehlt mir das schon wieder, dann muss ich wieder hinterher rennen oder mir was Neues ausdenken. Und die Welt ist ein Ausdruck davon, dass das Bewusstsein sich alles Mögliche ausgedacht hat. Ist natürlich nur in Anführungsstrichen zu verstehen, weil das Bewusstsein selbst sich ja nichts ausdenkt. Aber es ist sowas von kreativ und hat so viele Ausdrucksmöglichkeiten, unfassbar. Ja. So, und das zeigt, in welcher Rolle wir sind. Das heißt, wir haben die Tendenz vor allem, das wird uns durch das Außen und die Vielfalt gespiegelt,
dass wir im Außen mit einer Ablenkung nicht genug haben. Es müssen zig Millionen Filme geben, zig Millionen Formen von Diskos und Musik und Drogen und Alkohol und Essen und was nicht alles und Häusern und Autos und Partnern. Die werden auch zurechtgestylt, indem sie Schönheits-OPs machen. Das ist so, wie sich das ausdrückt, was in uns läuft. Und da uns das nichts gibt, ist es ganz gut zu versuchen, dadurch Befriedigung zu finden oder Zufriedenheit sogar oder die Erlösung. Das machen ja alle, bis auf uns wenige hier. Und dann zu sehen, das funktioniert ja nicht. So, und das ist dann der Umschwung, also die Möglichkeit, dann zu sehen, so, das geht nicht und jetzt lass uns mal schauen, was Sache ist. Worum geht es denn hier wirklich oder was macht mich wirklich glücklich? Das ist auch die Hauptfrage, um die es geht. Also, wie kriege ich das hin, dass ich da aus diesem Mechanismus aussteige, dass ich im Außen immer irgendwas anstrebe und boah, dann bin ich zwar einen Moment mal gut drauf, aber danach war es das schon wieder. So, und dann ist es ein ständiges Auf und Ab, was man nicht aushalten kann. Und ja, das ist dann hoffentlich die Motivation, dann sich dem zu widmen, was konstant ist. Und konstant ist das, was wir sind. Und da wir das als Konstante haben, können wir uns immer darauf besinnen. Aber wir können uns noch nicht mal auf uns besinnen, weil einmal ist ein Anteil von dir da, der ist gut drauf, und ein andermal ist das Gegenteil der Fall, bist du depressiv und bist nicht auszuhalten. Ja. So, also wie kann man sich darauf verlassen? Wie kann einen das nähren? Es kann einen nur oder uns nur das nähern, was wir erstens wirklich sind und was dann auch immer zur Verfügung steht. Nur du stehst nicht immer zur Verfügung. Das ist eben das Problem. Und das muss gesehen werden, ohne dass man dann so verzweifelt und sagt, oh mein Gott, was bin ich für eine Fehlgeburt oder Fehlkonstruktion, alles falsch hier. Nein, es ist nur eine Einstellung oder Mechanismen sind das, die zu durchschauen sind, und dann geht es in die andere Richtung. Alles andere kann man nicht Leben nennen. Uta, du sagst, denkst du, dass unsere Resonanz an verschiedenen Orten unterschiedlich ist? Nein, die Resonanz, die du hast, ist dieselbe, nur es kann sein, dass du dann eben an verschiedenen Orten andere Aspekte von dieser selben Resonanz anziehst. Aber du kannst nie etwas anziehen, was von dir verschieden ist. Aber erfahren kann man sich selbst in verschiedenen Facetten, aber immer nur mit derselben Resonanz. Und dann kann man denken, oh, das ist was anderes, was mir da begegnet, aber wir begegnen immer nur uns selbst. Also es ist nicht nur so, dass die Resonanz im Außen uns vermittelt, wie wir drauf sind, sondern dass wir das auch sind, was uns im Außen begegnet. Also soweit, was jedenfalls menschliche Begegnung angeht, ist das so. Und auch die mit Tieren und Pflanzen, dass wir immer nur uns selbst begegnen. Und dadurch lernen wir praktisch von uns selbst als Fokus im Außen oder als Ausdruck im Außen uns selbst gut kennen. Sofern wir das wollen, die Möglichkeit besteht zumindest. So, Dana, du hast gesagt, ich danke dir, ja, sehr gerne. Yvonne, meinst du, es ist von Vorteil, bevor irgendwelche Knöpfe gedrückt werden, Verwirklichung passiert? Nein, nicht wirklich. Also natürlich ist es cool, wenn Verwirklichung passiert, immer. Und wenn es nur für einen Bruchteil eines Momentes ist. Aber es ist für ein Danach, davon gehe ich mal aus, dass du das meinst, nicht von Vorteil, weil es kein Danach gibt. Es sei denn, du hast das anders gefragt und dann sag noch mal Bescheid. Sebastian, Eckhart Tolle spricht davon, dass Leiden als Brennstoff für Erleuchtung genutzt werden kann. Wie siehst du das? Ja, das sagte ich ja eben schon, dass man hoffentlich sehen kann, dass in den Bemühungen, im Außen was zu finden, gesehen wird, dass es einem nichts gibt. Und dann, das bedeutet, man leidet. Also man ist ja in dem Wunsch, irgendwas
haben zu wollen oder sich nach außen zu orientieren, eigentlich schon leidend. Also man leidet schon. Denn sonst müsste man das nicht tun. Man müsste nicht dauernd nach Objekten, Partnern und sonst wie streben. Das tut man nur, weil man schon leidet. Und das Ultimative ist natürlich, dass man sieht, mit all den Methoden komme ich nirgendwo klar oder mit den Versuchen komme ich nicht klar. Das Leiden bleibt. So, jetzt schaue ich, was ist denn jetzt konstant? Das war ja schon eigentlich alles gesagt eben. So, und je mehr man leidet, umso weniger hält man es aus, weil wir sind nun mal nicht Leid, sondern wir sind das Leid, Leid, das ist, was unsere wahre Identität ist, dass man das selber Leid ist, weil das nicht mit dem übereinstimmt, was wir wirklich sind. Also wir wissen, wenn wir leiden, hier ist was falsch. So, und das ist dann der Brennstoff dafür, sich seiner wahren Identität zu widmen, sofern es denn ansteht. Es muss ja auch anstehen, es muss im System möglich sein, dass diese Öffnung geschieht, denn es gibt ja viele Menschen, die sind dann nur depressiv und dann geht es in die Richtung der Verzweiflung und der Ohnmacht und des Minderwerts und dann ist es kein Brennstoff für Erleuchtung, aber potenziell ist das so. Aber es ist nicht die einzige Qualität, sondern es sind ja auch die Momente, in denen die Persönlichkeit nicht im Vordergrund steht, die für uns der Brennstoff für Erleuchtung sind, weil wir dann sehen, ah, darum geht's, das ist ja wirklich, da habe ich jetzt eine Ahnung bekommen, jetzt genügt mir das Streben nach irgendwelchen äußeren Objekten und so weiter als Ersatz, das genügt mir nicht mehr. Also es gibt diese beiden Qualitäten. Das eine ist das Leid und das andere ist die Freude. So, und beides muss transzendiert werden, also Freude und Leid, und so wie alle anderen Polaritäten auch. Dana, was denkst du über Gedankenkraft, fragst du. Kann man mit Hilfe der Gedanken unser Leben gestalten, wie ein Auto oder Haus herwünschen? Man kann es probieren, um dann zu sehen, dass nur das passiert, was ansteht. Also es ist ja so, dass wir niemand sind, der bestimmen kann, was wir tun. Also auch Gedanken sind nicht unsere. Wir können gar nicht denken, sondern wir vollziehen ja immer nach, was schon gedacht wurde oder vielmehr als Information da ist. Und von daher sieht es für manche so aus, wenn es ansteht, dass dann der Gedanke auftaucht, ich sollte mir ein Autohaus oder was auch immer wünschen und dass es dann auch passiert, dann hat man sich's gewünscht, weil man irgendwo unbewusst wusste, da sind wir wieder beim Hellsehen und Hellfühlen und so weiter, dass es wohl ansteht. Dann passiert's. Und dann hat man das Gefühl, ah, ich habe das jetzt bestimmt, dass ich jetzt ein Haus, ein Auto und so weiter habe. So, das heißt also, so etwas passiert nur, wenn man voll der Überzeugung ist, dass es passiert. Dann geschieht es, dass es so aussieht, als hätte man das bestimmt. Aber das heißt nur, man hat nur gesehen, dass in seinem eigenen System jetzt ein Haus ansteht oder ein Auto oder ein Lottogewinn oder was auch immer. So sieht das aus. So, das heißt also, dein Leben gestaltet sich gemäß der Prägung in dir und der daraus entstehenden Mechanismen. Du kannst gar nichts bestimmen. Gar nicht. Also jetzt nicht nur du, Dana, sondern niemand kann jemals irgendwas bestimmen, sondern nur ausführen, was als Bestimmung in uns auftaucht. Ja, denn wir, wie gesagt, wir hängen immer oder hinken immer hinterher, hinter den Informationen, die wir haben, zu denen manche Gedanken sagen. Nachdem eine sogenannte Information in uns auftaucht, nach dem Motto, ich sollte oder ich will ein Haus und jetzt kriege ich das auch, hinkt man hinterher und sagt, ah, das habe ich gerade gedacht. Also, nicht möglich, nicht wirklich, mit sogenannten eigenen Gedanken. Susanne, cool ist manchmal bewusst eine Rolle im Theater spielen und dann zurück zum Selbst. Jo. Wenn es dir Spaß macht, warum nicht? Besser als es ernst zu nehmen und nicht als eine Rolle zu sehen, die gespielt wird. Dana, sind die Tiere, Insekten und Dinosaurier und Pflanzen auch ein Teil von unseren Aspekten? Die haben auch Anteile davon, sind aber nicht so komplex wie wir. Also wir sind wirklich im Verhältnis zu einem Tier oder Pflanzen natürlich viel komplexer.
Und von daher haben wir Aspekte, die sich überschneiden, wie zum Beispiel natürlich den Überlebensdrang und dominieren zu wollen und so weiter. Und auch Angst und auch Minderwert. Also das haben wir auch. Also das spielt sich da auch ab. Nur wird es uns oft nicht so deutlich, wie das bei uns der Fall ist. Und es ist nicht so extrem die ganze Zeit der Fall. Weil eben Tiere darüber dann nicht noch groß reflektieren können. Also sie können auch reflektieren, aber nicht so in dem Umfang wie wir. Ansonsten gibt es da Überschneidungen. Jawohl. So, und Yvonne, du sagst, du hast es so gemeint, wie ich geantwortet habe. Gut. Okay. So, Samrat Chakya. Ich bin alleine, sagst du. Das war vorhin das Thema. Weil wer will denn mit depressiver Person in Beziehung sein? Das kannst du nicht wissen. Das ist jetzt deine Idee. Jeder Mensch hat etwas zu bieten und bietet manchen Menschen, anderen Menschen auch die Gelegenheit, für sie da zu sein. Also ihnen zu helfen, aus der Depression zu kommen, beispielsweise. Also gib anderen eine Chance, weil es ist nicht so leicht, alleine da rauszukommen. Das ist nicht so leicht. Und ich hatte mal für ein paar Tage kein Ich gehabt, sagst du. Das macht alles nur schwierig und sinnlos. Das Geld, die Ziele und Beziehungen. Ja, das ist wahr. Aber es macht das nur alles sinnlos, weil dann wieder die Idee aufgetaucht ist eines falschen Ichs, das sagt so. Also das war jetzt gar nicht gut, dass ich da nicht da war. Ich will aber da hier weitermachen. Deswegen kommt die Idee auf, dass das jetzt alles sinnlos ist. Aber das ist nicht sinnlos, weil wenn du mal gesehen hast, was die Wahrheit ist, dann geht es darum, die Wahrheit auszudrücken, zu leben, zu sein. Und nicht zu jammern, dass die Einsicht, die du hattest, jetzt nicht mehr da ist. Wenn das so war, ist das immer nur ein Hinweis für dich, worum es geht. Und dann geht es darum, das jetzt zu leben. Und nicht darüber frustriert zu sein, dass es jetzt im Moment nicht mehr da ist. Obwohl ich das verstehen kann, aber es macht keinen Sinn, es macht depressiv. Gut, und dann sagst du, ich war davor auch nie in einer Beziehung. Siehst du, und das ist mehr der Punkt, und nicht, weil du jetzt da mal ein paar Tage kein Ich hattest. Bin introvertiert, genau, und bin auch sehr pornabhängig. Okay, und jetzt kann ich nicht mehr so normal funktionieren, darum gehe ich zurück zur Familie bald. Okay, das ist jetzt eine andere Information. Vorhin sagtest du, du gehst vielleicht, aber jetzt hast du dich ja schon entschieden. Alles ist katastrophal bei mir und bin jetzt sehr labil geworden. Ja, du wirst das tun, was sich dir aufdrängt zu tun, und das ist immer richtig. Trotzdem ist gut zu schauen, warum bist du nicht in einer Beziehung, obwohl du es dir wünschst, oder wünschst es dir gar nicht, bist froh, dass es so ist, dann müsstest du auch nicht depressiv sein. Also gibt es einen Teil von dir, der gerne in Beziehung sein möchte, in Kontakt mit anderen, und ein anderer Teil, der es nicht haben kann. Und das bitte ich dich einfach zu untersuchen. Das ist wertvoll, da hinzuschauen. Das ist nämlich der Grund dafür, weshalb es dir so geht. Also wichtig, dich der Ebene zu öffnen. Du bist ja hier jetzt auch in Satsang. Also das zu deinem Lebensinhalt zu machen, das rate ich dir, das ist wesentlich. Gerade wenn nichts mehr geht, nirgendwo, weißt du, bist ja vielleicht ein Beispiel dafür, dass jetzt durch Leiden nichts mehr zu holen ist oder im Leiden selbst nichts mehr zu holen. Und dann geht es irgendwann mal darum, sich für eine Position zu entscheiden. Entweder für das Leid und da durchzugehen und dann auch darin zu sterben. Oder zu sagen, so, ich will leben und jetzt fange ich mal an, mir das anzuschauen, wie Leben eigentlich ist, weil du klingst so, als hättest du am Leben bisher auch gar nicht richtig teilgenommen. So, und daher kannst du gar nicht wissen, wie Leben ist und ob es wirklich so sinnlos ist. Das kommt ja immer nur auf die Perspektive an, die man lebt und nicht die Ideen, die man hat.
sondern das, was sich dir präsentiert und was beliebt ist. Also nicht aufgeben, Samrat Chakya. Supriya, du sagst jetzt, du warst so lange weg, weil du an deiner Gesundheit gearbeitet hast. Ja, ist gut, ist auch wichtig. Gisela, du sagst, Vollkommenheit ist. Was hältst du von Vervollkommnung? Na, wenn Vollkommenheit ist, muss nichts mehr vervollkommnet werden. Nur wenn da die Idee ist, ich bin nicht vollkommen oder mir fehlt was, ich bin minderwertig. Dann halte ich ganz viel davon. Wenn die Idee da ist, ich bin nicht vollkommen, dann muss man schauen, dass man sich für vollkommen betrachten kann oder als vollkommen ansehen kann. Also mit anderen Worten, das ist nichts falsch an dir. Dana, du sagst, du willst etwas in Bezug zu Leid fragen. Es gibt einige Leute, die Schmerzen lieben. Ja, das stimmt. Warum liebt sie die Schmerzen? Beziehungsweise, wie entsteht Liebe für Selbstschmerz? Ist das nicht etwas verrückt von denen? Ja, das ist, ein Ausdruck von großer Not, von ganz großer Not. Das heißt, das fängt ganz früh an, als Kleinkind schon. Deine Eltern sehen dich nicht oder du denkst, sie sind nicht für dich da und du bist in Not. Und wenn Eltern nur für sich selbst da sind und eigentlich nicht für ihr Kind und das Kind so am Rand mitläuft oder dann oft hungriger ist oder Windeln nicht gewechselt werden oder auch nicht versorgt ist, keine Nähe und Geborgenheit erfährt, dann ist die Frustration so groß, dass es die Taktik hat, die dann die Überlebenstaktik ausdrückt. Und zwar Überlebenstaktik von ganz klein ist ja, wenn sie Hunger haben oder irgendwas brauchen oder die Zähne wehtun, irgendwas nicht angenehm ist oder äußerst unangenehm, dann schreien sie wie verrückt. So, und irgendwann hilft das nicht mehr. Dann sucht der, weil die Eltern möglicherweise gar nicht darauf reagieren. Und es gibt ja auch Menschen, die gelernt haben, vor vielen Jahren war das so, vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren war es noch so, vielleicht vor kurzem auch noch, dass man gelehrt hat, dass man die Kinder schreien lassen soll. Das heißt also, es gibt ganz viele, die nicht versorgt wurden wirklich und die in diesem Defizit sind und dann versuchen mussten, irgendwie Halt zu bekommen oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Und um ein bisschen Geborgenheit, einfach nur Aufmerksamkeit ist dann schon toll. Geborgenheit wird dann schon gar nicht verlangt, also es wäre natürlich toll, aber so weit geht man dann gar nicht. So, das heißt, man ist in großer Not. Und ist man in dieser großen Not und hilft das Schreien nicht mehr beispielsweise, dann geht man mit der Energie nach innen. Man frisst sozusagen sich nach innen durch und dann erzeugt das System Schmerzen. Und die Schmerzen, wenn dann das Kind merkt, dass es mit Schmerzen, wenn es leidet, starke Schmerzen hat, die Eltern erreicht, dann ist das die Taktik, die es dann weitermacht. Das heißt also, wenn man als Erwachsener gerne leidet, gerne Schmerzen erträgt, ist es nicht, dass man es wirklich gerne tut, sondern man ist in der Not des Kleinkindes. Und das ist das Problem, dass es nicht erledigt ist. So, und dann werden die Leute krank und dann bekommen sie Aufmerksamkeit. Und das reicht natürlich nicht, wenn man das einmal bekommt, also muss man es immer wieder bekommen. Dann hat man immer wieder Schmerzen und dann leidet man und irgendwann ist man körperlich ein Wrack, weil dann sich alles von innen heraus zerstört. Aber das sind nun mal Mechanismen, das hat was mit unserer Prägung zu tun. Da ist niemand dran schuld, das kann man sich nicht aussuchen, hat sich auch niemand ausgesucht. Es ist nun mal eben so, das gehört zum Menschsein bei vielen Menschen auch dazu. So, da ist eine Lichtsäule Herzensmensch. Es gibt also nichts zu vergeben, sagst du, wenn niemand da ist, der irgendjemandem scheinbar etwas angetan hat. So ist das, aber es ist trotzdem eine Qualität, wenn man dann dem anderen gegenüber mit dem in Kontakt kommt oder kommen will und es klären will und das verbal nochmal oder gefühlsmäßig oder in Form von Umarmung oder Geschenken oder stimmiger Form von Austausch
in Kontakt ist. Das ist natürlich total fein, aber das sogenannte Vergeben hat dann da ja schon stattgefunden, weil es nicht mehr gebraucht wird in dem Sinne. So, Supriya, du sagst danke, danke, danke. Sehr gerne. Samachakya, du sagst ja, ich habe entschieden zurückzugehen, weil ich allein nicht mehr funktionieren kann. Liege nur im Bett und das stimmt vollkommen, dass ich nicht wirklich im Leben teilgenommen habe. Danke sehr, Muni. Ja, sehr gerne. Wenn du jetzt nach Hause kommst, dann freue ich mich trotzdem, dich dann auch hier im Live-Chat wiederzusehen, um von dir zu hören, wie es dir geht und ob dir das alles auch dient oder dir hilft. Aber wenn du wach bist und schaust, was das alles mit dir macht und wie dein Umfeld zu Hause war und dass du vielleicht sehen kannst, du bist dann wieder in einer Rolle, der Grund dafür ist, dass du in die Depression gerutscht bist, dann kannst du aus daraus lernen, welche Mechanismen da in dir laufen und deine Einstellung zum Leben, wie die ist. Aber wir können ja eigentlich, normalerweise sollten wir erst eine Einstellung vom Leben haben, erst wenn wir alles ausprobiert haben. Und das hast du noch nicht. Du hast die gute Seite des Lebens noch nicht kennengelernt. Trotzdem will ich dir noch was mit auf den Weg geben, denn wir sehen ja immer, wenn so etwas passiert wie eine Depression, das ist unschön, das will ich nicht, das tut mir nicht gut, das will ich loshaben und so weiter. Aber eigentlich ist es so, dass es dann, wenn es zu einer Depression kommt, schon eine Energie ist, die ist schon lange in deinem System, in deinem Körpersystem und Geistsystem auch. So, und wenn sie dann auftaucht als Depression, dann erlöst sie sich. Deswegen taucht sie auf. Und wenn es jetzt gelingen würde, dieses Gefühl nicht zu verdrängen, dieses ungute, sich nicht gut anfühlende Gefühl nicht zu verdrängen, dann löst du alles, was als Depression in diesem Moment auftaucht, auf. Und das musst du irgendwie hinkriegen. Ja? Das ist ganz wichtig, das hinzukriegen. Egal wie, wann und mit welcher Hilfe. Es ist wichtig, dass die Gefühle, die nicht gefühlt werden wollen und die auch ausdrücken, hier auf der Welt habe ich nichts verloren, das ist alles nichts für mich, dass die da sein dürfen und sich erlösen. Das erlöst dann diese schwere Energie und dann erst kannst du überhaupt erst schauen, was das Leben dir dann zu bieten hat. Also viel Erfolg dabei. So, dann ist eine Frage per E-Mail da. Wie kann ich mich selbst erkennen? Was ist Depression im spirituellen Sinne? Viele Grüße, Janika. Janika, dich selbst erkennen, indem du wissen willst, wer du bist, das ist dann die Frage, wer bin ich? Und das gibt ja eine Praxis dazu, sich zu fragen, wenn ein Gedanke auftaucht, zu wem kommt dieser Gedanke? Aber der kommt zu mir, denn zu wem kommt das? Und weil du bist ja diejenige, die das wahrnimmt. So, dann fragst du, ja, wer bin denn ich? Und dann bleibst du bei diesem Ich mit deiner Aufmerksamkeit. Und das ist die Frage zur Selbsterkenntnis. Und wenn du diese direkt nicht nutzen willst, die du jeden Tag nutzen kannst, immer wieder zwischendurch, wenn du dann nicht mehr deine Aufmerksamkeit bei dem Ich halten kannst, dann beschäftige dich damit oder sende den Wunsch aus an dich selbst sozusagen, ich wüsste gerne, wer ich bin. Ich möchte mich selbst erkennen. Ich möchte wissen, wer ich bin. Das sollte schon genügen. Und dann fragst du noch, was ist Depression im spirituellen Sinne? Na, das ist in demselben Sinne wie Spirituelles, auch in der ganz gewöhnlichen, normalen Welt oder aus der weltlichen Perspektive dasselbe, dass die Energie unterdrückt wird, die da ist und mit der man nicht zurechtkommt. Also man fühlt sich nicht gut, durch bestimmte Umstände bedingt fühlt man sich nicht gut oder fühlt sich auch ohne bestimmte Umstände nicht gut und die Energie oder dieses Erlebnis will man wegdrücken. Und dann richtet es sich nach innen und dann bekommt man Krebs davon oder diverse andere Symptome oder ist einfach nur im Frust, weil man dann, wenn man starke Gefühle unterdrücken muss, so viel Gewalt anwendet bei sich selbst,
dass die angenehmen Gefühle auch ausgesperrt sind, weil man sich praktisch unsensibel macht, man macht sich unempfindlich. So, und das heißt, man will nicht mit dem, was ist, etwas zu tun haben. Und das ist das Gegenteil von Spiritualität. In der Spiritualität sollte man wissen, so warum passiert das, und ich will Klarheit haben und ich will hinschauen. Bei der Depression will man wegschauen. So. Hallo Moni, ich nehme in den letzten Wochen einige Dinge in mir wahr, welche in mir Leid auslösen. Immer wiederkehrend gibt es bestimmte Gedanken an einige Personen, welche mir in meinem Leben begegnet sind. Allerdings ist dies teilweise schon ein halbes, ein Dreiviertel oder auch mehrere Jahre her. Warum taucht dieser Gedanke in mir immer wieder auf? Ich möchte diesen Gedanken loswerden, weil er in mir Leid auslöst. Welche Möglichkeiten gibt es? Will mir der Gedanke etwas sagen? Die Welt im Äußeren nehme ich als deformiert wahr. Ich finde es schon ziemlich komisch und respektlos. Ja. So, also, wenn es bestimmte Gedanken an bestimmte Personen gibt, mit denen du Begegnungen hattest, und die wieder auftauchen, dann heißt es, dass da noch etwas Unerledigtes ist, wie du schon vermutet hast. Dann gilt es zu schauen, was es ist, was du da vermisst, was an dir oder den anderen falsch ist, weshalb es dich so kümmert. Und das heißt, du hast da noch nicht richtig hingeschaut, worum es eigentlich ging. Es ist also unerledigt. So, ich gehe mal davon aus, dass die darauf folgenden, Dana, ich komme gleich zu dir, darauf folgenden Absätze auch noch zu dir gehört. Da-dam-dam. Ich finde es schon ziemlich, genau, komisch und respektlos, wenn sich Personen untereinander unterhalten, aber gleichzeitig am Handy rumdaddeln oder Kopfhörer aufhaben. Warum stört mich das? Warum denkt der Mensch eigentlich? Okay. Nach meinem Eindruck definiert die menschliche Spezies ihre Existenz durch Kummer und mit Leid. Warum ist ein Mensch darauf immer aus? Viele Grüße, Henry. Naja, fangen wir damit an. Er ist darauf aus, weil er natürlich darauf aufmerksam machen will, auch mit Kummer und Leid, dass er eigentlich noch seine Eltern erreichen will. Und dann sind alle anderen Menschen stellvertretend. Und ja, es ist so, dass viele Menschen nicht wirklich es noch schaffen können, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein und stattdessen lieber mit ihrem Handy beschäftigt sind. Das ist ja dann auch ziemlich deutlich, will man mit jemandem sein, der die ganze Zeit nicht mit einem sein will, weil er lieber mit seinem Handy ist. Das ist eine ganz simple Frage und die kann man sich ja auch dann leicht beantworten. Also dann ist es eine Frage dessen, bist du dir das wert, da mit jemandem zu sein, für den du den Wert nicht darstellst. So, und dann kannst du natürlich auch sagen, so, also kannst du dein Handy mal ausmachen oder kannst du später schauen oder ist das jetzt wirklich wichtig, weil und so weiter. Wenn ich dann mit dir zusammen will, möchte ich schon auch deine Aufmerksamkeit haben, sonst brauche ich die Anwesenheit nicht. So, okay. Die Welt im Außen nimmst du als deformiert wahr. Damit müsstest du schauen, inwieweit du dich selbst als deformiert wahrnimmst. Davon gehe ich mal aus, dass du auch das Gefühl hattest, wenn nicht jetzt mehr, dann sicher früher, dass du auch falsch bist. So, und ja, die Welt spiegelt uns, wie wir ja heute schon sagten, ich weiß nicht, ob du von Anfang an dabei warst, wieder, wie die Menschen im Inneren drauf sind, und so wird das im Äußeren wiedergespiegelt durch das, wie sich die Menschheit grundsätzlich untereinander in Beziehung befindet oder in Begegnung befindet. Dana, jetzt komme ich wieder zu dir. Depression interessiert mich auch, sagst du. Hab selbst leichte bis mittelstarke Depressionen. Momentan meldet sich meine Depression noch nicht, da ich mir mit der Suche beschäftigt bin und über mein Leben nachdenke. Siehst du, das ist eine gute Form, darüber zu reflektieren und sozusagen auf der Suche zu sein,
Denn wenn du dann nicht depressiv bist, heißt es ja, es ist etwas, was dir mehr entspricht, also dir dient, dass du dich dem widmest, was die Depression letzten Endes erledigen wird. Denn wenn du dann Interesse am Leben bekommst, dann wirst du auch wissen, wie wichtig die Bereitschaft ist, auch unangenehme Gefühle zu spüren, da sein zu lassen und zu wissen, es gehört dazu und das, was auftaucht, erlöst sich und so weiter. Und das ist alles gut. Von daher klingt das gut, was du sagst. Also mach lieber weiter in der Erforschung von dir selbst. Ich würde suchen, eher nicht, besser Erforschung. Also du willst ja herausfinden, wer du bist, denke ich mal. Und das ist nur eine Erforschung, denn wir sind ja schon das, wonach wir suchen oder denken, dass wir danach suchen. Eigentlich müssen wir danach nicht suchen, es ist schon da. Und worum es geht, ist das anzuerkennen. Und das tun wir, indem wir erforschen, was uns daran hindert, zu wissen, wer wir wirklich sind. Das ist eine Erforschung. Ja, es ist dann nur ein Hinweis, weil ja, mit der Zeit ist es ja keine Suche mehr. Relativ schnell weiß man, worum es geht, dass es um die wahre Natur oder wahre Identität geht. Und dann erforschen wir uns eigentlich. Also so verstehe ich uns als Mensch. Wir sind ja ein Überraschungspaket. Also wenn wir hier auftauchen, wir wissen nicht, was in uns so alles angelegt ist und was sich dann zeigen wird. Und insofern müssen wir dann oder werden wir oder erforschen wir dann mit der Zeit, aha, so funktionieren wir. Und das sind die Möglichkeiten, die ich habe und das sind die Einschränkungen, die ich habe und so weiter. Daher nenne ich es gerne erforschen. Aber es ist nicht so wichtig jetzt. So, und Katharina, du hast da einen Satz angefangen? Wie unterscheidet sich die oder die, weiß ich nicht, im Moment zu sein und emotionale Verarbeitung, was gestern oder in der Vergangenheit passiert ist? Was sagst du dazu? Naja, wenn du wirklich präsent bist, darum geht es ja. Also im Moment, das schenke ich mir, weil Momente, niemand ist im Moment, weil unser Zeitgefühl ist nicht auf Momente getaktet, sondern auf das, was sich so als flüssige Lebensform weiterentwickelt oder entfaltet und dann in den nächsten Ausdruck übergeht, ohne dass es so abgehackt ist wie jetzt kommt dieser Moment, halt, jetzt, dann kommt dieser Moment. Das ist nicht so mein Ding, weil es auch nicht so stattfindet. Niemand ist wirklich im Moment, weil bis man im sogenannten Moment ist, ist er schon wieder vorbei. Okay, aber das nur am Rande. Wenn du wirklich total präsent bist, ja, darum ging es dir ja, dann ist eigentlich erst eine emotionale Verarbeitung, so wie du es nennst, oder ein Umgang mit emotionalen Gefühlen möglich, weil man dann die nötige Distanz hat dazu. Also total präsent zu sein heißt dann offen zu sein und nicht sich auf nur einen Ausschnitt zu fokussieren, sondern geöffnet zu sein und dann können auch die sonst nicht erlaubten Gefühle da sein und dann können die sich entsprechend erlösen. Und dann sagst du, ist man dann nicht im Zentrum zu Hause? Naja, du bist dann erst wirklich zu Hause, wenn du dich nicht mehr als dein Zentrum siehst, in dem du zu Hause bist, sodass es da keinen Unterschied gibt zwischen einem Zentrum und einem Bereich, der drumherum existiert. Das gibt es dann für dich nicht. So, und ja. Aber es hilft schon, Katharina, bei sich zu sein und darauf zu achten, nicht mit seiner Aufmerksamkeit sich im Außen irgendwo zu verlieren.
Also das ist gut, das zu beobachten, sich zu beobachten, wo ist mein Fokus? Und naja, wenn der dauernd, also oder man merkt ja, wenn der irgendwo unterwegs ist, wie man sich dabei dann fühlt. Und dann ist es gut, dann immer wieder bewusst zurückzukehren. Und dann kann man sagen, okay, ich gehe jetzt nach innen, weil davor war ich dann außen. Aber letzten Endes, wenn man in seinem sogenannten Zentrum ist, gibt es kein Innen und kein Außen und dann damit auch kein Zentrum. Damit ist nicht falsch, was du gesagt hast. Das wollte ich nur noch mal sagen. Gut, ich denke, wir sind jetzt durch. Und was ich euch empfehlen möchte, ist, ich habe im letzten Sommer eine Kriegsheilungsmeditation gemacht, von der ich gehört habe, dass viele, die die machen, sie öfter machen und sie vieles erlöst. Also eben genau diese Anteile, von denen wir heute auch lange gesprochen haben, diese Geschichten, dass man letzten Endes eine Energie in sich hat, die was kriegen will, die kriegerisch ist oder auch aggressiv ist und die dann insgesamt in der Menschheit dazu führt, dass dann im Außen auch Kriege geführt werden. Und wer sich dafür interessiert und es gerne bestellen möchte, kann das bei mir tun. Und ansonsten möchte ich noch ankündigen, was nächstes Wochenende ist. Nächstes Wochenende haben wir in Ronneburg, also bei mir zu Hause oder vielmehr bei uns zu Hause, ich, Tadeva und mir, Ronneburg, Satsang an 2 Tagen. Seid ihr herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und nächste Woche bin ich dann wieder mal in der Schweiz. Und dann sehen wir uns, glaube ich, am 30. beim Live-Chat wieder. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Und vielen, vielen Dank für euer Hiersein, für eure Präsenz und eure Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke für Satsang.